Hallo bei Ausprobiert. Der Artikel ist auf meinem Kanal ein großes Thema. Das liegt unter anderem an euch, weil ihr die Videos so fleißig schaut, kommentiert, liked etc. Dafür vorneweg ein herzliches Dankeschön. Besonders großer Beliebtheit erfreuen sich meine Erfahrungsberichte nach 3000 und 15.000 Kilometer, die die längeren Videos darstellen. Und aufgrund dessen wollen wir jetzt nach 30.000 Kilometern und 2 Jahren, so alt ist dieses gute Stück mittlerweile, erneut ein längeres Video machen. Ich will das am Anfang gleich ein bisschen strukturieren, weil manchmal komme ich so ins Labern, kann man sagen, und dann macht es, glaube ich, Sinn zu wissen, wo man da in diesem Video hinsteuern muss, wenn einen die eine Thematik mehr und die andere weniger interessiert. Also ich würde am Anfang gerne ein bisschen über den Ateca schwärmen dürfen, nach 30.000 Kilometern. Dann würde ich gern offen über die Mängel sprechen, die ich in diesen 2 Jahren in diesem Auto beobachtet habe. Ich nenne es jetzt mal Kinderkrankheiten. Und dann würde ich gerne den Kundenservice thematisieren. Ich glaube, dazu gibt es auch noch wenig bis gar nichts im Netz. Und es macht einfach mal Sinn, sich im Vorfeld über diesen Service Gedanken zu machen, was da für Kosten auf einen zukommen, worauf man vielleicht auch ein bisschen achten muss bei so einem Kundenservice. Weil manchmal sind die Autohäuser ja dann doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen tricky. Und jetzt geht's los. Naja, dann wollen wir mal ein bisschen schwärmen. Vielleicht vorneweg. Ich habe den Ateca damals wirklich ungesehen gekauft. Also ich habe keine Probefahrt gemacht, was total gaga ist im Rückblick. Weil es halt doch eine Stange Geld ist, die man da ausgibt. Und dann keine Probefahrt zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das heute nochmal machen würde. Aber gut, eigentlich hätte ich auch gesagt, ich hätte es damals nicht gemacht. Aber dann war es ja doch der Fall. Also es war wirklich so. Ich habe Berichte gelesen in den berühmt-berüchtigten VW-treuen Autozeitschriften, habe mich im Internet informiert, die Seat-Homepage tausende Male besucht, obwohl es damals gar nicht so viele Infos drüber gab. Hat es mich gepackt schon. Ich habe dann im Internet mich informiert, wo man das Ding günstig bekommen kann, habe dann bei einem Internethändler bestellt, musste dann warten, bis er dann endlich beim Händler auf dem Hof stand. Und vor 2 Jahren war es dann soweit, man konnte ihn in Empfang nehmen. Und diese Begeisterung für dieses Auto, die hat heute bis dato einfach noch nicht nachgelassen. Innen drin muss ich sagen, absolut zufrieden. Sieht auch gut aus, aber ich finde ihn vor allem von außen grandios. Das ist eins der schönsten Autos, die es auf den deutschen Straßen zurzeit gibt. Und das ist tatsächlich heute immer noch so. Mittlerweile fahren ja ein paar mehr Ategas über die deutschen Straßen. Die Dichte hat deutlich zugenommen. Also ich finde, man sieht es auch wirklich, wie beliebt dieses Auto ist. Und wenn so ein Ateca an mir vorbeifährt, dann ist es in vielen Fällen so, dass ich mich wie bei einer schönen Dame umdrehe, um diesem Auto nachzugucken. Weil ich finde den einfach schön. Was seltsam ist, weil Auto ja eine Sache ist. Aber nichtsdestotrotz, da ist einfach so eine Begeisterung, die seit dem ersten Tag vorhanden ist, immer noch existent. Und das, glaube ich, ist das größte Lob, was man so einem Designer machen kann. Ich glaube, das Einzige, was ich mittlerweile, wenn man sich so andere Fahrzeuge anguckt und auch den Tarraco sich mal genauer anschaut, was ich mir beim Ateca in der zukünftigen Version auch noch wünschen würde, ist, dass dieses Display hier vorne, also dieses hier, dass man das wie beim Tarraco auch in dieser Tablet-Optik hinbekommt. Also, dass der nicht mehr fest integriert ist, sondern dass es wie so einem Tablet dann vorne drauf ist. Das gefällt mir persönlich nochmal einen Ticken besser. Und das würde dann auch nochmal hier in diesem rechten Teil so ein paar Gestaltungsoptionen ermöglichen. Ansonsten, ne, grandios. Grandios. Das war jetzt eine ordentliche Lobeshymne, / Liebeserklärung, oder? Dann ist es jetzt an der Zeit, mal wieder die etwas objektivere Brille aufzusetzen und auch ganz offen über Mängel zu sprechen, die dieses Auto hier hatte. Ich will damit dieses Auto auf keinen Fall schlecht reden. Es sollte deutlich geworden sein, dass ich Ateca-Fan bin, durch und durch. Aber man will doch irgendwie das Beste aus dem Auto rausholen. Und deswegen macht es Sinn, sich mit diesen Kinderkrankheiten einfach zu beschäftigen, um zu gucken. Ihr habt auch einen Ateca. Hat es mein Ateca auch? Und wenn das so ist, dann macht es Sinn, diesen Mangel beim Händler zu melden und möglicherweise eine Verbesserung einzufordern. Ja, diesbezüglich sollte man auch eins wissen. Viele von euch, einschließlich meiner einer, haben die Garantieverlängerung abgeschlossen. Es gibt einen Unterschied zwischen den ersten 2 Jahren Herstellergarantie und Garantieverlängerung.
bei diesen ersten 2 Jahren ist auch jegliche Art von optischem Mangel drunter erfasst. Bei der Garantieverlängerung fällt es dann nicht mehr drunter. Also deswegen, gerade in den ersten 2 Jahren, schaut euch euer Auto abseits dieser rosaroten Brille genau an, gründlich an. Und falls was nicht passt, geht zum Händler und sagt, ihr wollt es geändert haben. Das ist wichtig, diesen Mangel anzeigen und dann auch die Veränderung einfordern. Jetzt hatte ich an diesem Auto 4 Mängel. Über einen habe ich schon berichtet, die rostende Heckklappe. Ja? Da ist es so, dass ich bereits nach kurzer Zeit so einen ersten kleinen Rostfleck entdeckt habe. Da gibt es auch ein Video drüber, müssen wir jetzt nicht mehr zeigen. Der Händler damals gesagt hat, na, das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, da ist wirklich Rost da, ich kann Ihnen Lackstift mitgeben. Das war so die erste Reaktion. Dann habe ich einmal gesagt, gut, ich bin jetzt mal entspannt, immer locker durch die Hose atmen. Wir lassen einfach mal ein bisschen Zeit ins Land gehen. Der erste Winter kam, damit die Feuchtigkeit, wenn da tatsächlich Rost ist, dann wird daraus ein größerer Rostfleck und so war es dann auch. Also nach diesem ersten Winter konnte auch der Händler nicht mehr leugnen, dass diese Heckklappe an dieser Stelle links unten das Rosten angefangen hatte. Da bin ich mittlerweile nach dieser anfänglich etwas zurückhaltenden Händlerreaktion auch echt zufriedener. Man hat diese Heckklappe getauscht. Da gab es auch noch keine Auflösung nach dem letzten Video. Also mittlerweile ist meine Heckklappe getauscht und in einem 1A-Zustand. Können wir uns eigentlich gerade mal kurz hinten angucken, oder? So sieht die besagte Stelle an der Heckklappe heute aus, also ausgetauscht. Und hier ist jetzt eben auch kein Rost. Und wir schauen mal auf die andere Seite. Erfreulicherweise hier auch nicht. Also alles wunderbar, so wie es sein soll. Zweiter Mangel, die Gummilippe am Fensterschacht der Fahrertür. Die war verzogen, die hatte so einen Bogen gemacht und lag nicht durchgängig an der Scheibe an. Dadurch konnte sich dann im Sommer recht viel Dreck ansammeln und es hat dann immer so unschöne Geräusche beim Öffnen und Schließen des Fensters gegeben. Ich glaube auch, dass so den ein oder anderen Mikrokratzer gegeben hat, aber so richtig stören wurde es dann erst im Winter, weil dann nämlich in diese Spalte zwischen Gummilippe und Fensterscheibe Wasser reingeflossen ist und dieses Wasser dann gefroren ist und dann konnte ich die Scheibe nicht mehr öffnen. Also es war auch kein schönes Erlebnis. Auch das hat man zu meiner Zufriedenheit gelöst, also man hat diese Leiste einfach ausgetauscht. Ich habe dazu leider kein Video, aber ich kann euch zumindest mal so ein Bild zeigen, wie es damals aussah. Also man hat es immer gesehen, da ist dann immer so Laub und so Nadeln und so weiter. Die sind da reingefallen und waren dann da drin, aber wie gesagt, gerade im Winter war es am störendsten. Also das ist der Mangel Nummer 2 gewesen. Mangel Nummer 3. Die Plastikblende der Heckklappe ist an der oberen Stelle verformt. Die hängt so durch. Man sieht es immer dann, wenn man in den Heckspiegel guckt und hängt einfach so die Blende runter. Ich dachte am Anfang erst, der Himmel wäre es, aber nee, das ist tatsächlich diese Plastikblende an der Heckklappe. Und das kann ich euch, weil es noch nicht gemacht wurde, auch wirklich in Bildern zeigen. Spricht. Also wir haben hier normalerweise so einen Bogen. Bei mir hängt die an dieser Stelle durch. Ich war bereits im Autohaus, die haben sich das angeguckt und verglichen mit den neuen Artecas, die im Hof stehen. Und bei den anderen Artecas ist es wirklich so, dass dieses Teil eng anliegt. Bei mir kann man von hinten tatsächlich mit den Fingern mehr oder weniger an der Stelle drunter greifen. Und das soll so nicht sein. Und deswegen wird dieses Teil hier, diese Blende, ausgetauscht. Das Ganze nochmal von der anderen Seite. Also ihr seht, links auf der linken Fahrzeugseite liegt das Teil super an. Und dann gehe ich mit meinem Finger immer weiter rüber und an der Stelle kann ich dann komplett drunter greifen. Das ist diese Verformung, um die es hier geht. Vierter Mangel, es klappert in meiner Fahrertür. Am Anfang dachte ich irgendwie, hier in diesem Ablagefach da unten ist irgendwie so eine Münze drin oder ein Steinchen, der dann halt bei entsprechenden Unebenheiten und Vibrationen selber so ein Klappergeräusch verursacht. Dann dachte ich, es ist irgendwas in der Tür selber, aber nein, mittlerweile lässt sich's ganz gut reproduzieren. Es liegt an dem Türöffner, Türöffnungsmechanismus. Immer dann, wenn ich am Türgriff ziehe, hier an der Stelle, während des Klapperns, dann lässt sich dieses Klappern sofort abstellen. Ja, manchmal habe ich da auch so ein Stift drunter geklemmt und dann ist es weg. Und das deutet aus meiner Sicht darauf hin, dass wir hier ein Problem mit dem Baudenzug haben. Der muss irgendwie falsch liegen dann ab einer gewissen Geschwindigkeit sich in Vibration versetzen und halt gegen die Verkleidung schlagen. So hört sich das zumindest für mich an. Ich kann euch auch gerne mal zeigen, wie sich sowas bei einer Autobahnfahrt Tempo 130 genau anhört, damit ihr versteht, warum es mich annervt.
waren jetzt die vier Mängel, von denen ich hoffe, dass ihr sie nicht habt. Und morgen geht es jetzt ins Seat Autohaus und der Service wird gemacht. Serviceheft habe ich bereits rausgekramt. Ich bin gespannt. So, ich bin jetzt gerade im Seat Autohaus und jetzt haben wir die Möglichkeit, mal unter den Seat-Artikel nach 2 Jahren zu gucken. Gut, man muss schon sagen, dass sich der Artikel aus meiner Sicht von oben deutlich besser anschauen lässt als von unten. Nichtsdestotrotz war diese Unterbodenperspektive auch für mich mal interessant. Ich bin jetzt nicht der Mega-Experte, deswegen, wenn euch da irgendwas auffallen sollte, nutzt gerne die Kommentarfunktion und schreibt mir. Der Service ist jetzt gelaufen und es gibt einiges zu berichten. Erste gute Nachricht, meine Blende der Heckklappe wurde getauscht. Kann ich euch zeigen. Da ist das Spaltmaß jetzt mittlerweile so, wie es sein soll. Also alles perfekt, hängt nichts mehr runter, kein optischer Mangel mehr, wunderbar, bin sehr zufrieden. Zweite gute Nachricht, das Klappern ist weg. Yes, also ich habe mit dem Werkstattmeister gesprochen, der hat gesagt, es war tatsächlich der Bautenzug. Dieses Problem sei sehr auch bekannt, also ich wäre nicht der Einzige, der betroffen ist. Man hat dazu einfach nur die Lage des Bautenzugs zu verändern, damit es nicht mehr klappern kann. Ich bin sehr gespannt, ob das dauerhaft das Problem löst. Ich hätte es gern gesehen, wenn er nicht nur die Lage verändert hätte, sondern gleichzeitig so einen Schaumstoffmantel drumherum gelegt hätte. Dann hätte er auch wirklich nichts mehr aus meiner Sicht klappern können. Aber gut, wenn er der Meinung ist, dass er es nicht braucht, dann wollen wir das erstmal glauben. Wir werden es weiter beobachten. Ich werde berichten, wenn es tatsächlich wieder anfängt zu klappern. Zum jetzigen Zeitpunkt allerdings Problem gelöst. Dann kommen wir jetzt zur eigentlichen Inspektion. Also, ich habe die Rechnung hier vor mir liegen. Ich würde sie eigentlich gerne in die Kamera halten, aber da sind dann halt doch Informationen drauf, die ich nicht unbedingt frei zugänglich im Netz sehen will. Deswegen werde ich es vorlesen, um euch teilhaben zu lassen. Wir haben eine Inspektion mit Ölwechselservice durchgeführt. Ihr werdet jetzt sagen, oh, Ölwechselservice hättest du doch günstiger haben können, wenn du das Öl schon mitgebracht hättest. Ich weiß, hätte man machen können, aber ich habe meine Karre schon im Netz gekauft. Da hat kein Händler von profitiert. Ich bin mit dem Service eigentlich ganz zufrieden und dann bin ich schon immer nach dem Motto Leben und Leben lassen unterwegs. Also soll er halt von dem Öl, von dem zu teuer verkauften Öl an dieser Stelle tatsächlich ein bisschen profitieren. Pollenfilter und Schlüsselbatterie wurde erneuert. Zu der Schlüsselbatterie werden wir am Ende noch kommen. Kühlfilter, Kühlmittel auf Max aufgefüllt, Scheinwerfer und Reifenluftdruck eingestellt und die Dialogannahme durchgeführt. Er will für diese Inspektion mit Ölwechsel 130 Arbeitswerte haben. Für 100 Arbeitswerte ist der Preis 75,70 Euro netto. Das heißt, wenn ich 19% Mehrwertsteuer draufschlage, bin ich glaube ich bei 90 Euro brutto. Dann hat er an Arbeitsmittel 3 Schrauben, einen Ölfilter, eine Ölablassschraube, einen Dichtring, einen Staubfiltereinsatz, 4 Liter vollsynthetisches Öl Long Life 5W30 gebraucht, eine Knopfzelle CR2025 und ein Kühlerfrostschutz G13. Insgesamt sind wir dann bei 222,86 Euro netto und das wären dann 265,20 Euro brutto. Auf den ersten Blick, ne, ich bin durch die Rechnung gegangen.
bin ich dann an der Stelle hängen geblieben, wo ich die Knopfzelle gelesen habe, weil, obwohl ich gerade eben meinen Händler gelobt habe, hier hat er mich versucht, übers Ohr zu hauen. Oder aber er hat einfach den normalen Stiefel runtergerissen, weil die Knopfzelle, die hätte man definitiv nicht austauschen müssen. Es gibt ja sogar ein Video darüber, wie ich meine Knopfzelle hier selber austausche. Also da hat der Batteriestand nicht angezeigt, dass er gewechselt werden muss. Und deswegen habe ich das dann am Ende auch reklamiert und ohne jegliche Diskussion wurde dann eine Stornorechnung über diese Position ausgestellt. Also am Ende habe ich 260,25 € ausgegeben und ich glaube, das ist auch so in etwa die Größenordnung, mit der ihr rechnen müsst. Was ich auch noch kurz anfügen möchte, ist, dass ich mit dieser Inspektion jetzt gleichzeitig eine kostenlose Verlängerung von der Seat-Mobilitätsgarantie um 2 Jahre erhalten habe und das ist mal vom Leistungsumfang gar nicht mal so schlecht. Also man bekommt damit eine Pannenhilfe, man bekommt einen Abschleppservice, man bekommt Hilfe, wenn man Probleme mit der Betankung hat, also entweder der Tank leer ist oder man falsch getankt hat. Man bekommt Hilfe, wenn man Probleme im Schlüssel hat, also er entweder verloren gegangen ist oder geklaut wurde und so weiter und so fort. Also dieser Leistungsumfang ist zu umfangreich, um das jetzt Schritt für Schritt in diesem Video aufzuzählen. Aber für mich kommt es hier an den Schutzbrief ran, den man entweder von der Kfz-Versicherung her mit dazu bucht. Meistens sind da so die Jahresbeiträge bei um die 15 € pro Jahr oder aber in der Mitgliedschaft bei einem Automobilclub enthalten sind. Und dafür zahlt man eben auch Geld. Also an dieser Stelle, wenn man bei Seat ein bisschen mehr ausgibt, erhält man auch was zurück, was ich wirklich als nicht verkehrt empfinde. Das genaue Leistungspaket könnt ihr euch auf der Homepage angucken. Sucht einfach nach Seat Mobilitätsgarantie und dann kommt ihr auf die entsprechende Seite. So, jetzt wären wir fast am Ende dieses XXL-Erfahrungsberichts nach 30.000 Kilometern Seat Ateca. Am Ende will ich allerdings noch eine Frage klären. Und diese Frage bezieht sich auf den Fernlichtassistent. Was haltet ihr von diesem Fernlichtassistent? Das ist so ein Ding, mit dem ich nicht so richtig warm werde. Ich habe mir schon des Öfteren eine Lichthupe eingefangen vom entgegenkommenden Verkehr. In der Theorie soll es ja so sein, dass die Kamera, die verbaute, den entgegenkommenden Verkehr erkennt und vom Fernlicht aufs Abblendlicht schaltet. Allerdings klappt es nicht so richtig. Also gerade in so Situationen, wo man auf der Autobahn fährt, wo es eine Leitplanke gibt, funktioniert es aus meiner Sicht nicht optimal. Und ich bin mit diesem System, mit dieser Assistenz nicht hundertprozentig zufrieden und würde gern von euch wissen, wie ihr das seht. Damit wir die Diskussion in Gang kommen lassen, würde ich vorschlagen, dass ich so ein paar Bilder aus einer Nachtfahrt am Ende jetzt nochmal einbringe, um dann das Video final abzuschließen. Das war die Nachtfahrt. Ich bin total auf eure Meinung gespannt. Aus meiner Sicht reagiert dieser Assistent eben manchmal komisch, also blendet zu spät ab oder gar nicht und erfüllt damit seinen Zweck nicht zu 100%. Aber wie gesagt, meine Meinung, ich bin gespannt auf eure Sicht der Dinge. Und damit wären wir am Ende des Videos. Finale Klappe. Manch einer von euch wird sagen, endlich hört er auf zu labern. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch dieses Video insgesamt trotzdem gefallen hat. Falls es so sein sollte, ihr kennt dieses Abschlussprozedere, freue ich mich natürlich über den Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, euch über den Artikel austauschen wollt, was auch immer, nutzt die Kommentarfunktion, würde mich ebenfalls sehr freuen. Und wenn ihr noch ein paar mehr Videos von mir sehen wollt, es gibt nicht nur Artikel-Videos, sondern auf Ausprobiert machen wir viele nützliche Dinge, dann abonniert endlich, falls noch nicht geschehen ist, meinen Kanal. Würde mich sehr freuen, euch wiederzusehen. Bis dahin, tschüss und Servus bei Ausprobiert.